Luka Doncic ist einer der besten Basketballer der Welt. Der ist der in meinen Augen beste Offensivspieler der NBA und er ist einer der frühen MVP-Kandidaten der 2022-23er Saison. Seine Statistiken sind komplett absurd. 33 Punkte, 9 Rebounds und 9 Assists pro Spiel, ein 121 Offensivrating und über 61% durch Shooting. Der Dreier fällt immer besser, er kommt weiter nach Belieben zum Korb, hat sich ein älteres Post-Up-Game angeeignet und kreiert offenere Looks für seine Kollegen als jeder andere Spieler in der bisherigen Saison. Und trotzdem läuft es bisher noch gar nicht für seine Dallas Mavericks, die mit 13 Siegen und 13 Niederlagen nur auf Platz 10 in der Western Conference stehen, dem letzten Play-In-Platz. Da kommt natürlich schnell die Frage auf, wenn ein Team einen solch überragenden Spieler hat, einen auf einem MVP-Level spielenden Superstar, warum gewinnen sie dann nicht mehr Spiele? Und genau mit dieser Frage wollen wir uns heute einmal beschäftigen, denn bei Luka Doncic gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander, genauer gesagt bei der Frage, ob sein heliozentrischer Spielstil mitverantwortlich dafür ist, dass es für die Mavericks bisher einfach noch nicht so läuft. Man liest nämlich immer wieder, dass Luka mit seiner balldominanten Spielweise auch eine Mitschuld daran trägt, dass die Mitspieler der Mavericks mehr machen sollten, dass Isoball irgendwann an seine Grenzen stößt. Selbst JJ Barea hat bei unserem Mittagessen in Berlin gesagt, dass er zu viel den Ball hat und man die Mitspieler mehr integrieren sollte in Dallas. Darum soll heute mal ein Breakdown zu dieser gesamten Thematik kommen. Bevor es aber losgeht, könnt ihr passend zum Thema ein paar der neuen Signature-Schuhe von Luka Doncic gewinnen, und zwar den Jordan Luka 1 in dem Colorway Black Red, powered by Kicks. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren und mir in die Kommentare zu schreiben, ob ihr denkt, dass es die Dallas Mavericks am Ende der regulären Saison in die Playoffs schaffen oder nicht. Dazu dann noch euren Instagram-Namen oder Mailadresse, damit ich den Gewinner in genau einer Woche kontaktieren kann. Viel Erfolg an alle Teilnehmer und vielen, vielen Dank an Kicks, den Sponsor des heutigen Videos, ohne den das Gewinnspiel nicht möglich gewesen wäre. Wenn ihr noch nach einem Weihnachtsgeschenk für Freunde, Familie oder euch selber sucht, dann seid ihr bei Kicks an der richtigen Adresse. Ich bestelle meine Jerseys, Schuhe, Alltagsklamotten und allgemein Basketball- und NBA-Stuff seit Jahren bei Kicks, denn dort gibt es ein großartiges Angebot und eine ganze Menge Auswahl. Passend zur Weihnachtszeit haben sie sich übrigens etwas sehr, sehr Cooles dort einfallen lassen, und zwar das sogenannte Gift Guide. Dort wurden verschiedene Kategorien erstellt, um euch bei der Suche nach Geschenken das Leben etwas einfacher zu gestalten, beispielsweise je nachdem, wie viel ihr ausgeben wollt oder für wen ihr ein Geschenk sucht. Ich habe euch mal meinen Link zum Shop und in die Videobeschreibung und den angepinnten Kommentar gepackt. Viel Erfolg an dieser Stelle auch noch einmal beim Gewinnspiel. So Leute, dann wollen wir mal, und bevor wir uns die Frage stellen, ob Luka mitschuldig an den Struggles der Mavericks ist, müssen wir uns ihre Spielweise und die sich daraus erschließenden Probleme erst einmal ein kleines bisschen genauer anschauen. Die Angriffsstrategie der Mavericks ist einfach: gebt Luka Doncic den Ball und lasst ihn etwas damit machen. Kein Spieler in der gesamten NBA hat eine so hohe Usage wie der 23-Jährige, der in diesem Jahr bei dieser Statistik wie jede Saison ein Career-High auflegt. Kein Spieler in der NBA hat länger den Ball, wenn wir über Minuten pro Spiel reden, in der sie das Spielgerät in den eigenen Händen haben. Um genau zu sein, sind es bei dem Slowenen irre 10 Minuten und 10 Sekunden pro Spiel, ein Spiel, das 48 Minuten dauert, in dem Luka durchschnittlich 37 Minuten auf dem Parkett steht und über 10 Minuten dieser Zeit hat er die Kontrolle über den Basketball. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Seine Spielweise dann ist unmöglich zu stoppen, sie besteht aus einer Menge Pick and Roll oder auch Ballscreen Actions, da sind enorm viele Isolations dabei und diese Saison natürlich auch deutlich mehr Post-Ups als in der Vergangenheit. Und Luka kreiert mit dieser extremen Spielweise nicht nur hocheffiziente Offensive für sich selber, sondern auch für seine Kollegen. Kein Team nimmt mehr Wide-Open-Catch-and-Shoot-Dreier in der NBA, kein Team nimmt mehr Eckendreier in der gesamten Liga, die Qualität der Versuche, die Doncics Mitspieler an seiner Seite aus dem Feld nehmen, könnte quasi nicht höher sein. Und obwohl diese Mitspieler lange nicht optimal spielen, bestätigen die Zahlen, dass Doncics Spielweise mehr als nur funktioniert, wenn er auf dem Parkett steht. Die Mavericks haben ein irres 120er Offensivrating in Lukas Minuten, das rankt sie in der fantastischen 93er Percentile, besser geht es kaum. Und das obwohl die Mavericks trotz diesen hochqualitativen Dreiern diese gerade einmal durchschnittlich gut treffen, das sind nicht gerade Sniper an der Seite von Luka, das muss man eben auch ganz klar sagen. Nun, natürlich ist Doncic kein perfekter offensiver Spieler, so jemanden gibt es ja auch quasi nicht, es gibt schon ein paar Dinge, die sich natürlich auch kritisieren lassen. Da hätten wir zum einen die Nachteile von Lukas balldominanter und vor allem langsamer Spielweise. Die Mavericks spielen übrigens mit der langsamsten Pace in der gesamten Liga. Die Mavs Offense ist ein One-Trick-Pony, Doncic versucht etwas und wenn es nicht klappt, dann gibt es Probleme, schon alleine weil dann auch nicht mehr viel Zeit auf der Uhr ist. So viel dieser offensive Strategie besteht darin, Mismatches zu jagen, und wenn es nicht funktioniert, dann kann es sehr schnell sehr unschön aussehen.
Nehmt mal diesen Angriff. Doncic hat genug Zeit und wird von Bridges verteidigt. Die Suns switchen, neutralisieren die Action der Mavericks. Das Problem ist, es gibt keine Counter. Andere elitäre Offenses können innerhalb eines Angriffs 2 bis 3 verschiedene Angriffswellen laufen. Bei den Mavericks ist es aber anders. Und das führt halt eben dazu, dass bei sehr vielen dieser Angriffe die Shotclock runterläuft und man sehr schwierige Würfe nehmen muss. Ein weiteres Problem von seiner Spielweise ist, dass er, wenn er den Ball nicht hat, wirklich nicht viel Einfluss auf die eigene Offensive nimmt. Er steht da meistens einfach nur rum und schaut zu, bindet keinen Defender und schadet damit im Endeffekt seinem eigenen Team, so blöd es vielleicht auch klingen mag. So effektiv und mathematisch wunderbar Lukas Spielweise auch ist, sie ist eben nicht perfekt. Aber die wahren Probleme der Mavericks Offense liegen nicht bei ihm selber, sondern vor allem bei dem Personal um ihn herum. Doncic macht zu viel, weil er so viel machen muss, weil die Kollegen um ihn herum nicht auf einem konstant guten Level selber etwas entstehen lassen können. Das merkt man schon alleine, wenn Doncic auf der Bank sitzt, dann ist man auf einmal irre 14,4 Punkte pro 100 Possessions schlechter offensiv, 99er Percentile, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Man fordert natürlich jede Partie in diesem Jahr bisher ohne den Superstar, es läuft dann einfach offensiv überhaupt nichts. Leute fordern immer wieder mehr On-Ball-Aktionen von Spielern wie Spencer Dinwiddie oder Christian Wood. Das Problem ist, dass in solchen Situationen einfach keine effiziente Offensive entsteht. Die Mavericks hatten einen Spieler in eigenen Reihen, der zumindest ordentlich für sich und seine Kollegen kreieren konnte und somit half Doncic zu entlasten, den ließ man allerdings im Sommer in Richtung New York Knicks gehen. Die Mavericks spielten ihren erfolgreichen Basketball in den letzten Jahren mit 2 guten Perimeter-Ballhändlern an der Seite von Doncic und einen davon ließ man gehen. Was zurückbleibt, ist ein Team, das nichts mit dem Ball anfangen kann, wenn Doncic nicht irgendetwas entstehen lässt. Ich denke, wir wissen nicht, wie sehr Luka sich zurücknehmen würde, wenn er neben einem anderen elitären Ballhändler spielen würde, das ist reine Spekulation, aber was wir wissen ist, dass er sich in diesem Team nicht zurücknehmen kann. Ein Spencer Dinwiddie Pick and Roll oder Christian Wood Post-Up kann immer wieder mal eine gute Möglichkeit sein, Punkte zu machen, gerade wenn sie nach Doncic-Aktionen echte Mismatches gegen sich haben, aber keiner von ihnen ist eine erste Option in Lukas Abwesenheit. Deshalb ist die Offensive doch so grauenhaft, wenn dieser nicht auf dem Parkett steht. Man hat ein ganzes offensives System auf einen Spieler zugeschnitten und wenn dieser nicht mehr spielt, dann fällt das alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und es sind ja auch nicht nur die On-Ball-Creator, den Mavs fehlt es an guten Connector-Guys, an Advantage-Extendern und Capitalizern. Nehmt nur mal diese Sequenz im letzten entscheidenden Angriff des Spiels, Doncic muss den Ball abgeben und das machen die Kollegen mit dieser 4 gegen 3 Situation. Und vergleicht mal das mit den Boston Celtics Rollenspielern, über die Lorenzo und ich in unserer neuen Folge des Double Step Back Podcasts, die morgen droppen wird, geredet haben, ist es ein Unterschied von Tag und Nacht. Ich glaube, dass Luka so viel macht, weil er so viel machen muss und bessere Teamkollegen würden das ändern. Aber auch ein besseres offensives System, mehr Spielzüge, besseres Spacing und mehr Off-Ball-Movement, Set-Plays sieht man quasi nur nach Auszeiten. Wie gesagt, die Mavs-Offensive ist ein One-Trick-Pony, sicherlich ein genialer Trick, aber halt auch ziemlich berechenbar und wenn es mal nicht klappt, dann wird es sehr schnell hässlich. Insgesamt hat man in Dallas eine ganze Menge Baustellen, aber Lukas Spielweise gehört in meinen Augen nicht dazu. Da müssen wir auf ganz andere Dinge schauen, Personal, Coaching um ihn herum oder wir gehen sogar mal komplett weg von der Offensive und schauen kurz auf die andere Seite des Parketts. Dallas Defense rankt bisher auf Platz 21 in der NBA, in der letzten Saison standen sie bei einem ganz ähnlichen Personal auf Platz 7, das ist schon ein ziemlich heftiger Unterschied. Mit der 10 schlechtesten Verteidigung in der NBA kannst du eben auch nicht erwarten, dass du auf einem Playoffs oder sogar Homecourt-Platz stehst nach fast einem Drittel der Saison. Gerade einmal 4 Teams erlauben eine höhere Wurfquote direkt am Korb. Die Dallas Bigs haben massive Probleme bisher nicht nur Teams vom eigenen Korb fernzuhalten, sondern da auch die Versuche entsprechend zu contesten. Immer wieder gibt es Lineups mit zu vielen defensiven Schwachstellen und was mich auch so ein bisschen stört ist diese, wir werden den Gegner einfach outscoren Mentalität, wir gewinnen durch unsere Offensive, wenn wir 120 Punkte abgeben, dann machen wir halt 130, dieses Gefühl bekomme ich manchmal, wenn ich Dallas schaue. Also, bisher läuft es noch überhaupt nicht und das hat viele Gründe. Es liegt allerdings am wenigsten an dem Spieler, der zum ersten Mal seit James Harden 2017 und überhaupt erst zum 15. Mal in der NBA-Geschichte mindestens 20 Punkte in jedem seiner ersten 25 Saisonspiele gescored hat. Macht wie gesagt super gerne beim Gewinnspiel mit, die Teilnahmevoraussetzungen findet ihr noch einmal unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.